Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern und bei Frabbit heute wieder der Kollege Wasti. Hallo. Auch der Kollege Henser ist irgendwo im Teamspeak unterwegs. Ja, ich bin auch da. Grüß Gott. Ja, und wir spielen heute, oder zumindest ich spiele heute die Fregatte auf besonderen Wunsch eines Zusehers. Müssen wir jetzt auf London an, ist eh noch was frei. Ja. Und ja, muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht oft gespielt. Also, zumindest die Fregatte habe ich glaube erst zweimal oder sowas gespielt. Das müssen wir anschauen, wie das geht. Das ganze Spielettelchen. Aber jetzt ist der Server voll. Ja, habe ich gerade gemerkt. Aber kein Problem. Der Henser wird uns derweil mit Hintergrundinformationen über die Fregatte versorgen. Gerne. Nehme ich an. Nimmt der an? Das ist schön. Was ist zur Fregatte zu sagen? Ja, was gibt's da zu sagen? Ja, was gibt es zu dir zu sagen? Ha? Warum dort denn das so lang beim Ende, man? Was denn? Die Station so eine, man, dort ewig lang. Ja, in diesem Fall, die Fregatte ist ausgerüstet mit Feder, also es gibt dabei zwei Möglichkeiten, den Multishot oder ein Skalpell-Beam. Ganz ehrlich gesagt kann ich beides nicht sagen, was es ist. Aber der Multishot kommt mir vor als ein Projektilshot, der also auf kurze Entfernung geht und circa, ja, ich sag mal, 30 Schüsse abgibt oder so in die Richtung. Macht nicht allzu viel Damage, aber dadurch, dass die Fregatte doch sehr wendig ist und schwer zu zerstören ist dadurch, kann man mit denen auch, wenn man lang genug Zeit hat, den Gegner sehr runtermatern von den Health her. Ja. Ja, und natürlich gibt es da noch Missiles, da gibt es die normalen Missiles, Kingfisher Missiles und Uber-Torpedos. Der wird jetzt gerade drin, ne? Weißt du nicht, was die jetzt bringen, aber... Leider kann ich ihm auch dazu voll nicht Informationen geben, weil ich sie noch nie gespielt habe. Und ich nehme mal an, es ist so wie beim Assassinen auch. Die normalen Missiles sind eben schnell feuernde Salben, die was... Also aus 10 Schüssen oder so bestehen und nicht so viel Damage machen oder dafür eben recht schnell sind. Bei Kingfisher, nehme ich an, sind es weniger. Das ist eben so wie bei den Assassinen die großen Raketen. Da kommen nur 4 Raketen, außer die sind dafür langsamer. Das heißt, die muss man erst einmal treffen. Machen dafür natürlich extrem viel Damage. Und beim Torpedo, ja, das könnt ihr jetzt eh selbst rausfinden, neben dem Zuschatz. Das dazu sage ich einmal gar nichts. Würde irgendein Blödsinn erzählen. Was gibt es sonst noch zur Fregatte zu sagen? Sie ist. Wir kommen Minen legen. Sie ist ziemlich eine der schnellsten. Eigentlich ist sie, glaube ich, das schnellste Schiff. Wendigste. Es gibt kein anderes schnelles. Das einzigste, was noch wirklich rankommen würde, ist der Disruptor. Der ist auch noch recht schnell. Sie hat fast keine Defensive, das heißt. Eine Assassine kann sie normalerweise mit einer Salbe herunterholen, ohne irgendein Problem. Die ist, glaube ich, ja, sie ist definitiv das schlechteste Schiff, wenn es um die Defense geht. Und Offense ist sie, sage ich einmal, ziemlich in der Mitte. Sie hat ziemlich die gleichen Offense-Stats Stats wie ein Flagship oder sogar besser als ein Disruptor und sogar besser als die Corvette. So schlecht ist sie eigentlich gar nicht. Ja, es ist nur ziemlich schwierig zum Spielen, muss ich sagen. So. Ja, es ist natürlich wieder ein ganz anderer Spielstil als wie London 1 Gold mehr. Dadurch, dass sie so wendig ist, ist sie natürlich ganz anders zu spielen. Die Waffen ziehen bei ihr, glaube ich, auch viel schneller mit als wie bei den anderen Schiffen. Dadurch ist es natürlich so, dass man aber schnell fliegt, immer noch treffen kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel Assassinen, wenn man da schnell fliegt, kriegt man gar nichts. Und auch, ja, das Flaggschiff hat den Vorteil, dass es eben diese Burst-Shots hat. Das ist ziemlich gut, wenn man einfach drauf schießt, irgendwann trifft die. Ja, sonst habe ich jetzt eigentlich dazu nicht mehr zu sagen. Vielleicht sagt ihr mal lieber, was ihr gerade davor habt beim Spielen. Ja, ich versuche gerade die Fregatte. Wir haben nur Defenses. 2 gegen 2 im Beta-Sektor. Ah, die Hund ist nicht weggesprungen.
Boah, aber so Fregatte gegen Fregatte spielen ist nicht ganz einfach, ehrlich zu sein. Der hängt da gerade. Der hängt. Ah, das ist er tot. Jawohl, sehr schön. Das haben wir wirklich schön gelöst, Kollege Basti. Der eine ist weg, ja. Ist zwar weggesprungen, aber. Ja. Ja, die Fregatte ist für mich ein bisschen. Ja, seltsam zum Fliegen, ganz ehrlich gesagt, ich finde das mit dem Schießen Apfel komisch, aber ich denke mal, das ist einfach nur eine Eingewöhnungssache. Das mit den Minen finde ich auf alle Fälle eine coole Sache. Ich weiß aber leider nicht, wie viel die jetzt wirklich Schaden machen. Aber das. Was ist, ob man das überhaupt im Forum so irgendwo sieht, wie viel die wirklich Schaden. Ich glaube, die machen aber sogar beim eigenen Schiff Schaden, oder? Da ist er wieder, der Grey. Ja, bei dem muss man aufpassen, sobald sie einmal gesetzt sind, können sie jeden schaden. Sollte man im Auge behalten. Noch ein zweiter. Oh, das war kein guter Ding. Ein bisschen zu dir zurückfliegen. Ja. Warten wir bis der Grader. Hol mal diesen Grader aus. Und sind sie zu dritt da? Es wird knapp werden. Oh, leider, das war jetzt nicht gut gemacht. Aber irgendwie dieses Kua Torpedo, ich weiß nicht, das ist bei mir nicht getroffen. Steh ich nicht. Ich komm später wieder. Lebst du überhaupt noch? Nein, ich bin in dem Moment leider auch erwischt worden, weil die jetzt zu dritt auf mich losgegangen sind. Ja, ich hab auch gehört, das ist eher schlecht. Bist du ja doch, bist du auch schon später wieder gesprungen, oder? Ja. Er läuft damit an, helfen mir. Ja. Boah, der sitzt mir zu. Der kann die Fregatte auf alle Fälle besser spielen als wie. Ah, die Rolle der Fregatte ist ein leichter Angreifer. Was? Mission ist under attack. Die Multishot ist eben so, ja, ein Lasershot, gell? Das Skalpellbeam ist. Genau, das ist ein Laser, der was. Wie sie spricht, ist es eigentlich auch. Es ist ein gerader Laser, der was durchgeht und der was länger feuert und immer gerade durchzieht. Und mit dem muss man einfach auf dem Ziel draufbleiben, damit man Damage macht. Aber ich war erwischt, ja. Dadurch, dass man das Ziel durchzieht. Nochmal ein anderer erwischt, ja. Damit Assassinen zwingen, durchgehend fast ja, sichtbar zu bleiben, weil es einfach nicht wegkommen mehr von den Schuss. Ich muss der B so nur mehr 50 Energie. Job has been completed. 304 dort. Wo war der Typ jetzt? Ist ein Sniper oben. In der Luft. Ich dachte, ich hab mich da sicher versteckt.
Und zu den Kingfisher Missiles sind ja eher langsam startende Raketen, so wie ich es schon angedacht habe vorher. Und sie bauen sich eben auf in zwei Phasen. Die erste Phase ist eben, dass sie vor dem Schiff aufpuppen, scheinbar. Und die zweite Phase ist, dass sie nachher sich in zwei Missiles auseinanderreißen und dann in Richtung Gegnerschiff gehen. Sie machen dabei eben, ja, sie sind fast unsichtbar und das ist der Vorteil, denke ich, an ihnen. Man kann ihn nicht sehen und dadurch kann man nicht so leicht darauf reagieren. Okay. So kannst du keine Schuld hochziehen oder Genau. wegjumpen oder sowas. Exakt, das ist die Idee hinter denen. Die machen dafür aber nicht so viel Damage, scheinbar. Und der Skua-Torpedo ist eben ein Single Massive Slow Torpedo. Machen aber alle in etwa gleich viel Damage, wenn Weißt du, man wie sagt. weit das Kua-Torpedo geht, circa? Steht da was? Ja, nein, eigentlich von der Entfernung steht gar nichts da. Es steht aber nur da. Dadurch, dass sie so langsam sind und man sie so schwer sieht, kriegt man teilweise gar nicht mit, wenn man getroffen hat oder nicht. Sehr schlecht, würde ich jetzt sagen. Die Minen, die Nähe, also die Minen, was du jetzt hast, die sind nicht so stark. Der Damage ist eher schwach, steht da dabei. Das war jetzt nicht gut. Ich hätte vielleicht mein Schild einsetzen sollen, was sie da haben. Also, die sind nicht so stark, diese Mine. Detector-Drones sind doch fast besser, wenn zum Beispiel Assassinen im Gegner-Team hast, weil die sozusagen die ja, freischalten, sieht man halt die ganze Zeit. Okay. Und das Screen, also das letzte, was es noch gibt. Ist das Schild. Genau. Aber man kann immer noch durchschießen, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, so viel zur Fregatte. Ja, ich finde es eigentlich ein recht relativ interessantes Schiff, wenn man weiß, wie man es spielt. Doch, so schwach ist es nicht, ne? Also ich bin nicht gern Ziel einer Fregatte, wenn ich Assassine spiele. Ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich das auch schon in Erfahrung gebracht, dass man dann eigentlich nicht mehr wegkommt und ja. Da wie viel Sniper haben denn die da? Meistens den Toten hingegen. Ja, endlich. Ja, im Beta-Sektor sind auf jeden Fall zwei Sniper, zwei feindliche. Ja, habe ich gemerkt. Ist jetzt mal ordentlich zu, ich werde mal probieren. Wo sind die? Ah, da ist einer. Einer ist sehr weit oben. Der andere ist eben bei B2 sehr weit hinten. Ich werde auf den oben fliegen, oder? Warte mal, der obere stirbt gleich. Er ist tot. Und dieses, der zweite, der weit hinten ist, der ist echt zum Aufpassen. Kann ruhig schießen, er trifft mich nicht. Nämlich im Schild. Ja, ist nicht so einfach mit seiner Fregatte zu spielen. Probieren wir mal das Beste rauszumachen. Naja, wir haben auch ein bisschen, glaube ich, ein Problem. Wir spielen jetzt mit drei Sniper, einem Hunter und jemanden, der uns die Fregatte nicht gescheit spielen kann. Wenn man dann wohl wahrscheinlich ein Epic los. Epic. Epic! Epic. Epic, ja. The new target is on screen. We've lost them. Jetzt sieht's auch schon. Geh du auf die Sniper. New target online.
Order on starboard side. Get us back to a station. Ah, fuck. Aber den hast du jetzt, oder? Ja. Ja, da im Beta-Sektor geht's halt ziemlich ab, gell? Die sind halt da immer mit zwei Sniper, da kommst du halt einfach nicht weiter. Ein schwieriger Kampf, ja. Also durchraschen werden wir da nicht. Ja. Fangen wir da sowieso, wie wir mir da die Base von denen einnehmen sollen. Ein Sniper einnehmen. Ja, mit drei Sniper ist ein bisschen schlecht einnehmen. Und ich mit der Fregatte war nicht gerade ziemlich. Ja. Also ja. Ziemlich next wenig helfen. They've overpowered one of our capital ships. Ja, ist ein bisschen festgefroren da, dieser Kampf um den Beta-Sektor. Weil sich die Sniper einfach am eigenen Ende vom Sektor verschanzen. Und sobald sie wenig Energie haben, verstecken sie sich hinter diesen Schultern. Achtung, der Dings kommt da unten. Die Fregatte fliegt nach unten. Großzügig angebracht worden sind. Boah, der spielt einfach das viel besser als ich. Ja. Ja, also, so spielt man eine Fregatte am Ende. Oh, schlecht. Und die Assassinen Sniper Enforcer Fregatte Sniper. Naja, Enforcer, wenn er den gescheit spielt, kennt er schon einnehmen an die Base. Mit einmal. Ist das so wieder schon geschafft. Well, the drive is spinning up, we're vulnerable. Ein Wunder, einmal kein Flagship, gar nichts da. Jump down, spinning down. Der Typ ist so weit weg, dieser eine Sniper. Den triff ich nicht einmal. So, ich probiere jetzt noch einmal meine Strategie da. Ich glaube, da schleicht sich einer über links an. Ja, der Grace ist wieder. Ah, dieser Sniper macht so viel Schaden. Ich glaube, jetzt kommt da das Ding wieder. Da. Scheiße, die Fregatte ist schon wieder da. Ist das der Grey? Ja, der kommt von rechts, die Fregatte kommt von rechts. Gut, sind sie zu viert da. Ja, der hängt da.
hurt like you fly. Badly. Dan, turn us around. Boah, der trifft mich ganze Zeit. Ja, bist du der Ball. Target is on screen. The enemy has broken through our belly. Wenn der mich jetzt noch einmal trifft, bin ich glaube ich hin. Oder vielleicht zweimal. Aber jetzt wird er mich nicht mehr treffen. Puh. Das ist bei mir auch sehr knapp. Ich springe einmal Gamma. Ja. Irgendwie nimmt das keiner hin. Ist nicht schon rot? Ja, aber du kannst jetzt auf einnehmen. So. Ja, ist klar, jetzt ist der andere Idiot da. Du musst unbedingt Gamma spielen. Oder warte. Oder doch nicht mehr. Ja. Ciao, ciao. Okay, der Torpedo macht echt viel Schaden, aber er muss noch dran sein. Mich. Das ist noch beim Alten. Ja. Ich werde mal über A probieren pushen, ja, mit den anderen Dudes. Ja. Wenn ihr es irgendwie da haltet. Ist jetzt irgendwas einer gejumpt. Nicht sicher was. Naja, ich würde sagen, ich werde jetzt auf alle Fälle mal probieren, auf E zu pushen. Commencing capture. This area belongs to us. Wir springen mal jetzt rein. Boah, wow, warum ist mir scheiß? Command confirms the enemy has secured a station. Warum ist mir scheiß schief so langsam? Command confirms we're taking a station. Oder Gray? Ich glaube, das war's für die. Der macht da keine Anstalten, irgendwie sich zu schützen. So viel zum Epic. Los! Oder wie haben Sie das genannt, Kollege Hänser? Ja. Ist jetzt wohl eher Epic. Ups. Victory! Hätte ich aber nicht gedacht. Ja. Aber der eine Typ hat jetzt also nichts mit Glück zu tun. Der eine Typ gesagt, rushen. Die haben jetzt gedacht, dadurch, dass im B so verfahren ist, probieren wir mal über A. Und da waren wir zu dritt. Über A. Okay. Und da war kein einziger. Da sind ja, alle nach A gesprungen auf einmal oder zwei.
Und wir sind mal nach E gesprungen natürlich. Ja. War doch eine solide Partie, würde ich sagen. Solide. Solide. Nun gut. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Salü. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.